wollte gucken, ob Clara geschrieben hat. Oh, Clara, Clara. Gut, Ronja Petersen. Oh. Sie wissen, wer ich bin. Ich weiß, wer Sie sind, ja. Ich wollte mich persönlich mal vorstellen, weil ab dem 1. ist ja wieder die volle Miete zu bezahlen. Ich hab gedacht, vielleicht können wir jetzt einen Kaffee trinken. Ich hab ja fertig. Leider habe ich jetzt absolut keine Zeit. Okay. Ich bin eh schon spät dran. Ich wollte jetzt noch trainieren und danach habe ich auch noch so vieles zu tun. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay. Oh, hey, ich glaube, wir sollten mal reden, oder? Ich glaube nicht. Doch, wir müssen reden. Darf ich mal durch? Nein, wir müssen reden, das ist wichtig. Hallo, hey, wir müssen reden. Ach, lässt du meinen Arm los? Sorry, ach. Sag mal, habe ich irgendwas falsch gemacht oder was? Hallo Leon. Oh, hi Frau Petersen. Nee, Ronja, wir waren doch schon mal ja, Ronja. Sorry. Gut. Vergessen, das ist ein bisschen ungewohnt für mich. Hast du ein bisschen Zeit? Ich wollte mir so einen Kaffee abholen. Ich habe noch ein bisschen Leerlauf hier. Und okay. Dachte, ja klar, habe ich dir ja letztes Mal versprochen. Hm. Bist du das hier auf den Bildern? Ja, das bin ich. Bin noch ein bisschen jünger. Aber da habe ich gekämpft. Hm. Check. Machst du das denn immer noch? Nee, zum Glück. Also ich hab's gern gemacht, aber ich hab's jetzt nicht mehr nötig, ne? Weil so anstrengend alles, ne? Und man wird nicht jünger, weißt du ja. Ich finde das ja eigentlich ganz interessant, so wenn Männer. Okay. Mhm. Ja, bin ich ja jetzt im Moment leider raus, ne? Hey. Hallo. Hey. Na du? Schön, dich zu sehen. Ja, danke. Du sag mal, ich wollte dich was fragen bezüglich des Trainingsplans. Ja. Und zwar, ob du mir ein 9 erstellen könntest, da ich ja jetzt auch schon länger trainiert habe und ich würde ganz gerne die Gewichte und die Übungen anpassen wollen. Klar, für dich mache ich das doch gerne. Da nehme ich mir die Zeit. Was möchtest du denn speziell? Willst du ein bisschen mehr für den Bauch machen oder? Doch, jetzt also mehr halt das Definieren. Das ja würde ich ganz gerne machen wollen. Da werde ich mir ganz viel Zeit für dich nehmen. Und zwar, wie sieht das denn Ende der Woche aus? Müsste ich ehrlich gesagt nochmal prüfen, ja, ob ich da Zeit habe, aber sollte, glaube ich, kein Problem sein. Sehr schön. Dann sag mir das mal, weil dann stehst du ganz oben auf meiner Liste erstmal. Ja, super. Okay. Danke dir, ne? Gerne. Ciao, ciao. Bis später. Ah, jetzt können wir gerne, Ronja. Nee, lass mal. Ich habe noch einen Termin dazu gekriegt. Tschüss. Ciao. Ja, bitte. Hey, was willst du? Hi, also. Du willst doch eh nicht reden. Ich wollte mich wegen vorhin entschuldigen, okay? Ich habe mit dir nicht gerechnet an der Treppe. War einfach eine blöde Situation, tut mir leid. Okay. Ich weiß, du wolltest mit mir wegen der Situation in deinem Zimmer da reden und so. Das. Ich wollte schon einfach mal im Voraus sagen, ich möchte dir keine falsche Hoffnung machen, ja? Nur, dass du es nicht falsch verstehst. Ja. Bitte sei mir nicht sauer. Nö. Aber können wir trotzdem irgendwie im Guten bleiben? Ja, okay. Komm her. Danke. Ben.
machst du hier, Mann? Wir wollten uns da vorne treffen. Scheißegal. Clara hat sich gemeldet, Mann. Ich scheiß auf deine Clara. Ich brauch deine Hilfe. Was ist jetzt los, Mann? Ich brauch deine Hilfe. Wobei denn? Red normal mit mir. Meine Unterlagen? Ich steck bis zum Hals in der Scheiße. Ich brauch die jetzt. Und da brauche ich jetzt deine Hilfe. Und was hast du vor? Ich steig jetzt bei Leon ein. Bist du bescheuert, Alter? Du kannst nicht bei Leon einsteigen. Ben, hör zu. Es ist dein Bruder, Mann. Das ist mir scheißegal. Machst du, bist du dabei oder bist du nicht dabei? Nein, ich bin nicht dabei, Mann. Dann scheiß auf dich, Alter. Mann, ey. Ich schwöre dir, ich hol mir meine Unterlage jetzt selber, ob mit oder ohne dich. Ich steig da jetzt ein. Ich mach ihn platt, Alter. Ich mach ihn platt. Ich schwöre dir das. Scheiß auf dich. Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ohne Scheiß. Was ist los mit dir? Mike, warte mal. Ey. Warte jetzt mal! Mike! Happy Birthday to you! Hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wow, das ist aber eine Überraschung. Sag mal, woher weißt du denn meinen Geburtstag? Wer macht die Unterlagen, ne? Stimmt. Wo steht das Geburtsdatum? Ja, krass, ich bin gerade ein bisschen platt. Freust du dich? Ja, schon. Also, ich bin überrascht. Also, wollen wir hoch? Ja, klar. Den Kuchen anschneiden, so ein kleines Stückchen. Das machen wir. Und du weißt ja, ne? Kerzen auspusten, bitte. Ach, du, ich mach mir ja nicht so aus diesem Kult, ne? Also, ich feiere meinen Geburtstag schon lange nicht mehr. Interessiert mich nicht. Einmal kannst du. Okay, ich kann mal eine Ausnahme machen. Und denk dran, wünsch dir was. Und nicht verraten. Oh, hi. Hallo, Leon. Na, Kim. Na, wer hatte deinen Geburtstag? Ja, ich habe Geburtstag, aber du bist wichtiger heute. Ja, trotzdem noch alles Gute, ne, zu deinem Geburtstag. Ja, vielen Dank. So, ich bin ja heute hier. Wir hatten ja den Termin ausgemacht. Genau. Wegen dem Trainingsplan anpassen. Mhm. Genau, pass auf, ich würde sagen, du gehst und ziehst dich um. Mhm. Ja, und ich komme dann auf die Trainingsfläche. Alles klar, bis gleich dann. Okay, bis gleich. Naja, aber du wirst doch ein Stück Kuchen mit mir essen, oder? Du, ich, wie du siehst, ich habe ja keine Zeit, aber Messer habe ich hier. Du kannst sie ja schon mal anschauen, dann isst du schon mal ein Stück. Ne? Brauchst du denn lange? Naja, ich muss schon mich um die Kunden kümmern, ne? Weißt du ja, wie das ist. Aber kannst du ja schon mal ein Stück essen. Mike, jetzt warte doch mal. Boah, meine Fresse, ey, was stimmt denn nicht mit dir? Was mit mir nicht stimmt, Alter? Was bist du eigentlich für ein Freund, Mann? Bist du beknackt oder was? Kannst du dich jetzt mal entspannen, meine Fresse, Mann? Ey, pass auf, ich hab mir was überlegt. Was? Ich helf dir. Aber unter bestimmten Voraussetzungen. Wir gehen da rein, holen die Unterlagen. Du klaust keine Kohle und es wird niemand verletzt. Keine Kohle klauen? Alter, ich brauche nur diese Scheißunterlagen. Seit Wochen, Ben, seit Wochen lebe ich in diesem scheißverfickten Auto. Weißt du eigentlich, was das ist? Nee, du hast es schön warm und trocken, Mann. Ich bin der Obdachlose von uns beiden, Mann. Ich weiß es. Weil ich die Scheiße nicht kriege. Ich weiß es. Und genau deswegen will ich dir helfen, Mann. Also, wir können das gerne machen. Es gibt keine andere Wahl mehr, Mann. Es gibt keinen anderen Weg mehr, verstehst du? Es ist in Ordnung, aber ohne irgendwelche Verletzten. Okay, Digga, komm. Ey, wir machen das. Danke. Okay? Danke. Danke. Ehrlich, danke. Ich liebe dich, Alter. Wir kriegen das hin. Anscheinend doch was kürzlich. Kleines Mischstück. Die wird noch sehen, was passiert. Hm.
gut. Kleines Andenken hier noch.